hatten, dass dann Hitler kam, irgendwie sind Rater Juden. Übrigens, wir wollen euch vernichten. Machen. Okay, Deal. Naja, so. Ich bin auch fix und fertig, ey. Weißt du, warum ich so fertig bin? Wegen The Last of Us 2. Und das Internet brennt. Gut, dass wir darüber berichten. Leute, merkt ihr was? Wir sitzen draußen auf dem Balkon. Was ist denn das für ein geiles Special? Ich drehe das Mikrofon mal ein Stück mehr zu dir. Alter, ist das schön. Wenn man ganz genau hinhört, kann man Herrn Kleine weinen hören. Warum? Weil die Partnerstadt jetzt... Homosexuelle verbietet oder was war da? Weil er bereut, den Job angenommen zu haben und nicht an mich abgetreten zu haben. Zu Recht auf an jeden mir Fall. Oder an mich? An mich abgetreten an mich. Zu haben. Ja. Also an dich. Ey, alles sind, falsch. Ja, wir sind beide, du bist von Last of Us so ein bisschen runtergezogen, ja, bisschen und fertig. Dann kommt halt hier Dion spontan vorbei, weißt du. Oh, dann muss ich am Sonntag noch irgendwie mit meiner Oma Mittag essen, weil die mir zwei Paar Schuhe mitbringt und so. Man weiß überhaupt nicht, wann man zocken soll. Das ist übelst nervig. Echt, Fernsehstars und Omas verderben einen jedes Wochenende. Ich sag dir, wie es ist. Genau so. Was ist denn The Last of Us, Tino? Kannst du uns das mal kurz erklären? Das ist ein Spiel. Da geht es um den Letzten von uns. Das ist der letzte Mensch auf der Welt. Und der räumt quasi auf die Erde. Genau. Und übergibt die Besen rein an Gott. Genau so. So war auch der Film mit Will Smith damals. Nein, aber stimmt. Wir sind Brennpunkt Internet. Wir erklären euch das, denn wir berichten, was die letzte Woche so passiert ist. Und unter anderem wurde dieses Spiel, der zweite Teil, der erste Teil kam 2013, das heißt eine ganze Weile her. Ja, 7 Jahre, ist okay. An solche lauten Autos habe ich überhaupt nicht gedacht, aber ich filter das zur Not ein bisschen raus. Ach, das macht nichts, das macht das Ambiente viel spannender. Ja, wir machen heute mal Special. Wir haben nicht mal Staffelfinale im Brennpunkt Internet und machen trotzdem ein Special. Trotzdem ein riesengroßes Finale hier heute. Oh, geil. Welche Folge ist das? Weißt 72, glaube ich. 72, okay. 72, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur 80. Können wir uns doch was überlegen. Im Altenheim vielleicht. Oder? Ja, doch. Ist gar nicht so schlecht, ne? Ich habe Kontakte dahin. Also gibt es so ein Altenheim? Kontakte, aka ich habe eine Oma. Nee, ich habe keine Oma mehr. Aber, oh, shit. Aber es gibt ein Altenheim hier in Weimar, wo ehemalige Schauspielerinnen und Schauspieler hausieren. Und die nehmen gerne mal solche Projekte an. Okay, interessant. Ist das aber zufällig das bei der Trierer Straße, diese Sophien-Dings da oder was? Nee, das beim heißt Falken? Seebach-Stiftung heißt okay. Das. Okay, okay. Ist auch kein Spoiler irgendwas, das darf man sagen. Die sind bekannt dafür, dass da alte Künstlerinnen und Künstler sind. Ich darf nicht zu viel verraten, aber es gibt auch einen berühmten Fernsehstar aus den 90ern, Anfang 2000ern, die da drinnen hausiert und lebt. Ich möchte wetten, ich kenne die Person nicht. Wahrscheinlich nicht, aber sie ist trotzdem sehr bekannt gewesen und ein Fernsehstar, ein Sternchen. Boah, ein bisschen hell hier draußen, bin gar nicht mehr gewohnt, ey. Ja, so viel Sonne. Aber in diesem Sinne, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, liebe Leute. Wir sind Tino Ranacher und... Robin Nostradamus. Geil. Und wir sitzen auf dem Balkon. Ich bin auch ein bisschen fertig, ich habe heute schon geleistet. Ich musste heute schon um 7 drehen. Ich habe meinen ersten Drehtag. Meinen ersten Drehtag gehabt heute, wieder seit Corona quasi. Ja, und kann man mal klatschen. Danke, ich bin um 7, glaube ich, ungefähr ins Bett gegangen. Was hast du gemacht? Na, gezockt, Alter. The Last of Us 2. Gott. Es ist finally draußen und ich habe echt... Also ich spiele ja immer auf super schwer und ich lasse mir übelst viel Zeit. Ich gucke mir dann jede kleine Ecke an. Ist der Controller so. Dann so schwer? Du musst dann immer nach unten halten. So. Du bist dumm. Ja. Nee, auf Survivor spiele ich. Und lasse mir halt richtig Zeit. Und ich habe halt gefühlt 12 Stunden fast durchgezockt. War zwischendrin ganz kurz einkaufen. Und bin, glaube ich, noch nicht so weit. So. Also es ist geil, es ist auf jeden Fall geil. Und jetzt muss ich halt bis Sonntagnachmittag warten, bis ich weiter zocken kann. Aber vergisst du dann auch dann zu essen und trinken und kacken und duschen? Mache ich so nebenbei. Mache ich dann so ein bisschen nebenbei. Aber es ist schon Priorität zocken. Das hatte ich zuletzt bei Red Dead Redemption. Und da war ich wirklich 2 Wochen ans Sofa geschimmelt. Ja, auf jeden Fall, The Last of Us, wie du es richtig erklärt hast, es geht nicht um das, was du gesagt hast. Ein Virus oder ein Pilz in diesem Fall hat die Menschheit dahin gerafft zu großen Teilen. Also es geht auch hier um Zombies, kann man sagen. Nur dass es halt so pilziger. Und den Pilz gibt es in echt. Also das gibt's, dass dieser Pilz Käfer befasst. So, oder befängt, wie sagt man? Befällt. Befällt, ja. Befällt. Und dann quasi das Gehirn auflutscht und diesen Käfer steuert. Ohne dass der Käfer noch wirklich lebt. Ach, cool. So. Der hat kein Bewusstsein mehr. So. Und in diesem Spiel ist dieser Käfer quasi auf den Menschen übergegangen. Und wirklich, der erste Teil ist ein richtiger Banger.
und ich bin gespannt, was der zweite mir so bringt. Und ich werde keine Kommentare unter Brennpunkt lesen, wenn die Leute sich denken, ah, haha, ich bin lustig, ich spoiler jetzt irgendeinen Scheiß. Ja. Spielst du für PS4 oder? Ja, gibt's nur auf PlayStation. Ist ein Exklusivtitel. Wow. Da gab's nämlich auch einen kleinen Punkt, weswegen das Internet gebrannt hat. Ich glaube, wir haben gar nicht darüber berichtet. Es gab nämlich einen sauren Mitarbeiter, der irgendwie schlecht bezahlt wurde oder sonst irgendwas. Irgendwas hat ihn aufgebracht und der hat dann die gesamte Story ins Internet geleakt. Und das musste ich jetzt die letzten Wochen auch sehr, sehr umgehen. Ja. Und deswegen werde ich leider erstmal die Brennpunkt-Kommentare meiden. Ist das auch so eine Sache, ja, so Spiele-Spoiler? Ich kenne das von Serien und Filmen, aber bei Spielen ist es doch eh so, dass man das eh dann durch hat nach ein paar Stunden. Ja, ich glaube schon, dass man da 30 Stunden dran sitzen kann. Das ist recht mit meiner Spielweise. Mal gucken. Und also ich kenne das so ein bisschen von City Skylines oder so ähnlich. Das ist so ein Spiel, wo man eine Stadt aufbaut. Da gibt es aber keine Story. Nein, aber, okay. Aber ich meine, dieser Suchtfaktor. Also da sitzt so und du fängst an irgendwie um eins nachmittags so nach der Schule. In meinem Fall nach der Arbeit. Nachdem du den Kindern auf der Schule nachgestellt hast. Richtig. Und dann guckst du auf die Uhr, willst kurz was gucken und dann ist es schon nachts um vier oder so. Kenne ich von mir auch. Ja. Kinder nachstellen ist übrigens ein richtig gutes Stichwort, obwohl ich da noch nicht zu tief reingehen will. Auch ein gutes Stichwort. Es gibt wieder Gerüchte im Umlauf, die mit diversen asozialen YouTubern zu tun haben. Und kleinen Minderjährigen. Oh Gott. Und das entfacht sich da gerade. Völlig unrelated. Es gibt gerade ein Beef zwischen MCM und Koma Carsten. Unrelated? Okay. Ja. Auch völlig unrelated. MCM hat gesagt, er wurde als Bumshöhle missbraucht. Als Bumshöhle für Kummerkasten. Ich weiß von gar nichts. Okay. Es ist halt wirklich, jeder erzählt da so ein bisschen Scheiße, weißt du, jeder hat irgendwie Dreck am Stecken und du kannst da nichts genau, also das entfaltet sich gerade noch so. Wir müssen aufpassen, was wir sagen, sonst kommen wieder Sprachnachrichten von gewissen Leuten. Das jo, stimmt. Was heißt denn für Scheiße hier im Podcast? Nee, deswegen, es entfaltet sich gerade, aber es gibt jetzt die ersten Zeugenaussagen, die sich da zu etwas zusammenbauen könnten. Oh. Ja. Also, ist das noch nicht so spruchreif, ja? Sollten wir eher abwarten. Es ist, glaube ich, auch wenn es final ist, ist das keine Jo-Ali-Kriege. So. Das ist schon noch drunter. Aber also trotzdem. Nicht 14, sondern 17,5. Nee, das Alter kommt schon gut hin. Oh Mann. Ja, ich weiß es halt nicht. Wir gucken mal. Das ist jetzt erstmal, das war jetzt richtig Gossip erstmal. Das ist wirklich keine Fakten an dieser Stelle. Also auch unrelated, aber ich kenne auch einen anderen Rapper aus Weimar, der auch mal, wo ich auch Sachen gehört habe, so mit sehr jungen Leuten irgendwie da hantiert haben soll. Gibt es offenbar öfter in Weimar. Okay. Und auch nur bei einem. Das kommt in den besten Familien vor, Tino. Vor allem in meiner. Nein. Ja. Nee, aber schön zu hören, dass es auch wieder Gossip gibt. Schön zu hören, dass kleine Kinder immer noch beliebt sind bei erwachsenen Männern. Es reißt nicht ab. Wie gesagt, jetzt wirklich Leute, ich würde das noch nicht für bare Münze nehmen. Das kursiert halt und das ist halt auch schnell, was man mal so gesagt hat. So, weißt du, da ist man dann halt mal schnell, doch Kinderficker. So. Geht schnell. Da rutscht man mal kurz aus. Guckst du nicht hin, weißt es du, es ist einfach eine elegante, es ist eine elegante Beleidigung, die sagt sich halt schnell mal. Ja, aber ich meine ja auch nur, dass man trotzdem vielleicht auch mal, wenn man vielleicht Legastheniker ist, kann man vielleicht auch den Ausweis nicht so richtig erkennen und rechnet dann falsch. Ah, das kann sein. Bist du volljährig? Ja, hier, guck hin. Dann geboren 2010, 2000, auch, passt schon. 2018, sie war auch 18. 18 passt doch. Kann ja passieren. Also ich will ja niemandem was unterstellen, aber es geht sehr schnell. Das ist nervig heute, diese Zweijährigen mit ihrem Ausweis. Ich bin schon ganz groß. Auf jeden Fall, diese zwei Sachen haben mich tatsächlich die letzten Tage in Atem gehalten. Atemlos quasi. Ja. In die neue Sendung von Beauty and the Nerd habe ich auch reingeguckt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wir hatten es geplant. Wir saßen wieder in meiner Peer Group so zusammen und wollten das gucken. Aber wir haben uns dann doch entschieden für andere Dinge. Okay. Also ich gestehe es hier. Ich habe nicht alles gesehen. Ich habe halt währenddessen gezockt. Hab dann immer mal am Anfang Pause gemacht, um am Ende zu gucken, wer rausfliegt. Aber kommentierst du nicht immer mit bei Dion? Das letzte Mal, ja. Diesmal ist ja Dion nicht dabei gewesen. Und The Last of Us, du weißt, wie es ist. Ne? Es ist schwierig. Ach, Dion hat gar nicht gestreamt. Doch. Es haben auch tatsächlich viele Leute zugeguckt. Ich habe echt so ein bisschen befürchtet, dass dann viele sagen, oh nee, ohne Dion, ohne mich. Aber im Stream waren auf jeden Fall noch gut Leute da. Und der Emmy ist jetzt rausgeflogen. Beziehungsweise, ich weiß nicht genau, ich habe es wie gesagt nur so halb verfolgt. Ich glaube, sie ist sogar freiwillig gegangen, weil sich alle gegen sie verschworen haben. Welche war jetzt Emmy? Diese ganz aggressive. Remi Demi Emmy. Wer war ihr Nerd? Der Jesus.
Oh nein. Ja. Also ist er auch raus? Ja, der ist auch raus. Aber er hat irgendwie auch von sich aus gesagt, dass er für sich auch gehen möchte. Er hat viel Erfahrung mitgenommen und... Das reicht. Schneidet sich jetzt die Pulsader auf oder so, ich weiß es nicht. Hätten die nicht, nicht Dion zurückholen können, wenn jetzt die freiwillig geht? Ja, wäre schön gewesen. Oder Emmy geht, Sven bleibt und Sven kriegt dann aber Dions Erste wieder. Weißt du, da kommt die, wie heißt es, Selina kommt wieder rein. Ja. Das wäre auch geil gewesen. Ja. Hätte ich mir angesehen, aber so bin ich ein bisschen raus. Ich gucke vielleicht noch mal rein, aber... Ich habe jetzt immer was zu tun Donnerstagabend, deswegen bin ich da nicht so. Leider. Müsste ich nachgucken. Es sind ja jetzt auch, glaube ich, nur noch 3 oder 2 Folgen. Hm. Im Wiedersehen wird man Dion wahrscheinlich nochmal sehen. Ich bin nicht dabei wahrscheinlich. Vielleicht, Storytwist. Außer ich komme noch im Finale, ich habe es keinem gesagt, dass ich. Pass auf, Alter. Du bist eigentlich einer von den Nerds, aber du bist so verwuchert. Und nach dem Makeover sieht man dann, what, das war Tino die ganze Zeit. Schmuddelsman, das bin ich. Ja. Ist gar nicht so weit entfernt von mir, also von der Figur vielleicht. Ja, na auch so von der Art. Ich finde, der Smuddelschwen, wie ich ihn immer nenne, der ist schon eigentlich ziemlich extrovertiert im Vergleich zu... Auch so braune Haare, Bart und Brille habe ich auch manchmal auf. Also ja, vielleicht bin ich ja Schmuddelschwen. Ich darf nichts verraten, ich habe Verträge mit ProSieben-Dings. Schön. Das große Ding der Woche war aber die Corona-App. Die Corona-App, Alter, gut, dass du das hast. Ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Sie ist endlich released worden, nachdem die Entwickler ewig lang gebraucht haben dafür und viel Geld investiert haben. Und selbsternannte Datenschützer haben jetzt große Angst, dass ihre Daten abgefangen werden und posten das auf Facebook und Twitter und so. Und das finde ich halt sehr, sehr ironisch. Und trotzdem gab es jetzt einen, nicht Rekord, aber 6,5 Millionen Downloads innerhalb einer Woche. Gab es für die Corona-App und bei mir geht es nicht auf dem Handy, ich habe es versucht. Ist sie eigentlich nur für Deutschland oder ist sie auch irgendwie Österreich, Schweiz? Ich dachte eher, das wäre jetzt ein deutsches Projekt, dachte ich jetzt, aber können sich vielleicht auch die Italiener holen, keine Ahnung. Die Schweizer können ruhig alle an Corona verrecken, ist egal. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich verweise an diesem Punkt mal auf unseren Brennpunkt-Hörerwunsch über die Schweiz. Ja. Übrigens, die Hörerwünsche kommen, keine Sorge. Ich weiß, da warten jetzt 2 Leute schon wieder ein bisschen drauf, aber die kommen auf jeden Fall. Ja, wir sind gerade so busy und alles fängt wieder an, jetzt aufzublühen und zu funktionieren. Deswegen haben wir es noch nicht geschafft. Aber es kommt. Ich habe mich belesen. Ich habe über das eine Thema schon ein Video gesehen. Oh, ja. Tino, Alter. Recherche. Also, Recherche-Anacher. Also man kann sagen, ein Thema, da geht es um... altes Fernsehen, was es so nicht mehr gibt. Mhm. Das andere Thema, da geht es um Buchstaben, um ganz viele Buchstaben auf ganz vielen Seiten, die man lesen kann, einer bestimmten Serie, die ich nie gesehen habe. Überlegt. Schön. Als Anhang. Und genau, 6,5 Millionen Downloads, Corona-App. Und da gab es auch schon so lustige Witze, von wegen, jetzt kommt quasi der Pokémon-Go-Ableger, erstmal runterladen und gucken, wer sich infiziert hat hier in der Umgebung und so. Das ist witzig. Gibt es dann da auch so Arenen, wo die dann alle zusammengefärscht werden, die infiziert sind, dann kann man den aufs Maul hauen? Du kannst auch deine Viren so verschleudern, irgendwie den Pokéball immer so kreisen und dann fangen und abschießen. Nice. Und sie haben Relaxo infiziert oder so, keine Ahnung. Schön. Würdest du dir die App holen? Also ich sag's, wie es ist. Wenn die Zahlen in Weimar wieder steigen, dann vielleicht. Aber aktuell, da ich halt weiß, dass die offiziell... Oder das ist wieder ein Fall in Weimar, glaube ich. Gestiegen sind sie ja technisch gesehen. Es gab ja mal eine Zeit lang, wo es 0 gab. Also wo es 0 gab und jetzt sind es wieder so ein paar mehr. Ich glaube sogar 6 sind es. Also ich glaube, wenn ich in Berlin wohnen würde, würde ich mir schon... Ich bin ja auch, wie gesagt, durch meine Lungen so Risikogruppe. Aber in Weimar ist halt wirklich aktuell ziemlich entspannt, soweit ich das einschätzen kann. Und da habe ich gar nicht so den Bedarf. Mal gucken. Das ist halt auch so ein Ding, wenn irgendwie ein paar Freunde das dann haben, denkt man auch eher drüber nach. Aber wie gesagt, in Weimar ist halt wirklich, weiß ich nicht. Bei mir haben es ganz viele aus dem Freundeskreis. Ja. Und ich wollte es mir auch runterladen, aber mein Handy war halt nicht kein Speicherplatz. Kompatibel dafür, doch. Ach so. Nicht kompatibel tatsächlich. Okay, krass. Also erst ab einer gewissen... Hast du dieses Nokia 3310 oder? 33.0 habe ich noch. Also du brauchst halt echt irgendwie ein iPhone, keine Ahnung, also übertrieben ein iPhone, du brauchst halt ein ganz neues Handy und dann geht's halt nicht. Das heißt, du... Kannst du an Corona krepieren, wenn du kein gutes Handy hast. Das ist der nächste Schritt bei den Verschwörungstheoretikern. Jetzt wollen die uns alle teure Handys verkaufen, nur für die App. Die sind so blöd, Verschwörungstheoretiker. Hast du mitbekommen? Ich glaube, in der Oase wurde es gepostet. Sonst hätte ich es gar nicht gesehen. Attila Hildmann hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Mein Kampf. Ja. Mhm. Hast du es gesehen? Ich nehme mich noch nicht. Das nicht, nein, aber ich habe vieles anderes gesehen. Auch, dass er in der Telegram-Gruppe... Das ist ja so, dass du, wenn du kein Bild hast, werden deine Initialen...
gezeigt und er hat ja, ja. Und tatsächlich wird er auch immer obskurer und immer rechtsradikaler in seinen Aussagen. Und er spricht jetzt auch von jüdischen Familien, die die deutsche Rasse ausrotten wollen. Aber da wird es doch an irgendeinem Punkt auch mal strafrechtlich relevant, oder? Eigentlich schon. Also soll wir auch geschrieben haben, dass die Juden den Holocaust mitfinanziert haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wie soll das geklappt haben, dass dann Hitler kam, irgendwie Zentralrat der Juden. Übrigens, wir wollen euch vernichten. Machen okay, Deal. 20 Milliarden, wie viel könnt ihr beisteuern? Und dann sagen die Juden, ja, wir geben auch ein paar Euro dazu, dann für die Duschen oder so, keine Ahnung. Oh Mann. Also macht doch gar keinen Sinn, dass die Juden. Aber gut, also das kann man ja zu jeder Aussage von Attila Hildmann sagen. Was? Na, das macht doch keinen Sinn, oder? Ja, ist ja auch so. Warum sollen denn die Juden ihre eigene Vernichtung mitfinanzieren? Und Merkel wäre auch eine Jüdin und ist geschickt worden. Die wurde installiert von den Juden. Genauso wie Mark Zuckerberg und Helmut Kohl. Der Arme. Der ist ja auch schon gestorben. Rest in Peace. Und die Rothschilds, genau, alles jüdische Verschwörungen. Und da habe ich auch gemerkt, dass jetzt die Moslems gar nicht mehr so die Feinde sind. Also stimmt, deine kritische Aussage noch vor einem Jahr. Jetzt musst du sagen, die alten Juden sind die neuen Juden. Sind die immer noch die gleichen Juden wie früher. Also Moslems wurden wieder abgelöst als Feindbilder. Okay. Wie kann man das finden? Ich weiß nicht, ist das. Na, besser, indem man auf Telegram geht, diese Drecksgruppe rein, dann findet man das wahrscheinlich sehr gut. Ja, was ist das für eine Scheiße? Es wirkt für mich echt schon wieder, aber haben ja viele gesagt, dass der schon immer irgendwie ein bisschen dumm war, oder? Habe ich nicht mitbekommen. Sulfang hat zu mir gesagt, dass der in der Veganer-Szene schon länger irgendwie verrufen war. Und naja, also ich habe auch mitbekommen, dass er nicht beliebt war, ja. Aber mir waren seine Thesen oder Ansichten nicht bewusst. Ich kenne Interviews von ihm und Talkshow-Beiträge, wo er echt sehr intellektuell wirkte und sehr locker und so. Interessant. Aber da ging es auch nie um seine Ansichten, da ging es immer nur um Ernährung und da hat er ja vielleicht Ahnung davon. Für mich wirkt das echt krass. Also das ist teilweise so übertrieben, dass ich denke, dass das Satire sein muss oder dass er halt irgendwie, irgendwann kommt der Reveal, haha, guck mal, wie dumm ihr alle seid, ich habe das alles nur aus den Fingern. Es ist wirklich so over the top. Bei Xavier Naidoo denke ich mir halt teilweise noch, okay, das kann man irgendwie verstehen, wieso er das glaubt. Hm. Aber halt alleine dieses Mein Kampf, das muss ihm doch irgendwie bewusst sein. So. Ist ihm auch. Er hat ja auch geschrieben, dass Hitler die Deutschen retten wollte vor den bösen Juden. Oh Gott. Aber unter Hitler wäre er doch auch irgendwo gelandet, oder nicht? Nee, heißt doch irgendwie auch anders. Er hat doch irgendwie zwei Namen. Irgendwie so einen ganz deutschen und diesen Attila Hildmann. Okay. Und, du hast es schon angesprochen, jetzt ist auch Hildmann selber Teil von Verschwörungstheorien geworden, dass jetzt auch viele seiner ehemaligen Mitkämpfer ihn jetzt auch bezichtigen, dass er vom Geheimdienst geschickt worden wäre. Und das frisst sich untereinander gegenseitig auf. Das finde ich gut. Er wäre vom selben Stamm wie Merkel und Zuckerberg, wäre auch von den Juden geschickt. Er sei Islamist, wird ihm auch vorgehalten. Und er wurde vom Geheimdienst geschickt, um peinlich zu sein, um die Szene fortzuführen. Er ist ein Inside-Job quasi. Richtig, das wird ihm jetzt vorgeworfen. Und das passt so ein bisschen dazu, dass auch die Hackergruppe Anonymous Deutschland diese Telegram-Gruppe gehackt haben und haben dann irgendwie 2000 Leute rausgeworfen. Echt? Ja, und haben so ein bisschen Chaos gestiftet. Und sie versuchen da jetzt so Zwietracht zu säen. Bist du nicht auch von Anonymous der CEO? Genau hier Antifa? Ich bin nur Antifa. Anonymous bin ich eher so stiller Teilhaber. Okay. Weil das ist ja eine ähnliche Organisation, ne? Eigentlich gleich, sind die gleichen Leute. Wie die Juden, Zentralrat der Juden, Antifa und Anonymous sind die gleichen Leute eigentlich. Okay. Auf dem Papier nicht, aber in Wirklichkeit schon. Das ist, glaube ich, auch so ein Pyramidensystem. Die verkaufen sich dann auch gegenseitig irgendwelche Wasserreiniger oder so. Das ist so. Pyramiden, wie die Illuminaten. Da ist die Verbindung. Da ist der Groschen gefallen. Ich habe eine Überleitung dazu, zu Dreiecken. Ja. Trump. Was? Was macht ein Trump Dreieckiges? Was hat Trump mit Dreiecken zu tun? Der ist über Dreiecken mit dir verwandt. Und ich schmeiß dich jetzt vom Balkon. Hoffentlich nicht, nein. Okay. Aber so ähnlich, denn Facebook hat eine Trump-Werbeanzeige rausgenommen. Gelöscht. Ja. Also die Werbeanzeige drehte sich so gegen die Antifa. Und da waren Hasssymbole drin. Da war ein NS-Symbol zu sehen, dieses rote, umgekehrte Dreieck. Deswegen ist es gelöscht worden. Das hätte ich, glaube ich, gar nicht gewusst. Jetzt diskutieren alle und auch ich mit mir selber, ist das Zufall oder ist Trump doch ein
bisschen rechter, als man das bisher angenommen hat. Also ich glaube, man weiß, dass Trump relativ rechts ist, aber so, ich weiß es nicht. War das nicht irgendwie die Begründung für das Löschen? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich habe es mitbekommen. Die Begründung fürs Löschen war, glaube ich, organisierte Gewalt oder sowas. Und ja, nicht, NS nicht halt. Die NS ist ja Aufruf, organisierte Gewalt. Ja, aber ich glaube, Aufruf für organisierte Gewalt oder sowas. Ich glaube... Es hat sich halt sehr stark gegen die Antifa gerichtet. So. Okay. Und dass es halt irgendwie hieß, dass die ja durch die Städte rennen und machen alles kaputt und so. Und dann muss man sich dagegen wehren. Ja. Deswegen jetzt rote Dreiecke dagegen. Keine Ahnung. Ach, das wurde auch richtig so promoted, das rote Dreieck? Oder nee, war das, so das ein kleines... nicht. Das war eher zu sehen einfach. Okay. Das ist ein bisschen wie diese komische Werbung da von VW, mit dem, wo man das Neger lesen kann. Das ist eher so ein Hint gewesen. Ah, okay. Ja, der gute Trump, ne? Kommen wir nicht drum rum. Da gab es noch einiges. Ja. Die größte Bombshell-News diese Woche ist das Buch von John Bolton. Ich habe ja damals das Impeachment sehr ausführlich verfolgt und alle haben gesagt, John Bolton, du Bastard, Alter, sag doch da einfach mal aus. Aber er hat sich gesagt, nee, mache ich nicht, weil dann verkaufe ich mein Buch in einem halben Jahr nicht mehr so gut. Dumm. So, das heißt, er hat quasi übelst die Insights, wovon man jetzt auch nicht hundertprozentig ausgehen sollte, dass es alles stimmt. Der war, ich glaube, Verteidigungsfachmann im Weißen Haus, irgendwie sowas. Ich glaube, was Militärisches, ist auch egal. Und hatte halt voll die Insights. Hohes Tier im Weißen Haus, ist da jetzt raus eine Weile. Wurde im Impeachment gefragt, ey, willst du nicht bitte aussagen? Nein. Und jetzt kommt halt das Buch raus, beziehungsweise das Pentagon will verhindern, dass das Buch released wird oder zumindest halt verkauft werden darf. Mhm. Und das wirkt ja schon erstmal so, als wäre da was drin. Verdächtig, ne? So, Trump sagt halt auch, das geht gar nicht, das sind halt interne Sachen. Aber das ist auch schon so ein kleines Zugeständnis, dass es halt stimmt. Mhm. Und wenn es wiederum stimmt, sind da so viele krasse Aussagen drin. Unter anderem hat Trump halt gesagt... seinem allerbesten Freund Xi Jinping aus China. Ja, das mit den Konzentrationslagern, das machst du genau richtig mit den Uiguren, das hätte ich auch so gemacht. Oder dass der Trump die Drecksjournalisten hinrichten wollen würde. Also solche Aussagen, also wirklich dickes Buch, wo quasi nur solche, solche Sachen drinstehen. Und das kommt jetzt, glaube ich, offiziell raus Anfang nächster Woche. Aber die Washington Post und so, New York Times, die haben halt alle schon Auszüge veröffentlicht. Und jeden Tag kommt quasi eine neue von diesen krassen News so. Auf der einen Seite finde ich es schwierig, dass der Typ das irgendwie zurückhält und das nicht beim Impeachment schon rausgeholt hat. Ja. Das hätte vielleicht dem Ganzen noch mehr Gewichtung gegeben. Auf der anderen Seite jetzt von der Wahl das rauszuholen in einem dicken Buch, das kann noch mehr reinhauen. Also lieber die Wahl verhindern, die Wiederwahl, als ein Impeachment-Verfahren vielleicht zu gewinnen. Ja. Ist schon was dran. Und ich glaube auch, dass das nicht nur... der Typ ein Buch, wie heißt er? John Bolton. John Bolton, ein Buch schreibt auch seine von Trump die Nichte. Schreibt ein Buch über ihn. Stimmt, genau. Wie heißt die? Mary Trump. Ja, und da gab es jetzt auch schon so ganz große Konflikte. Wir kommen echt nicht um Trump drum rum, aber es ist auch so absurd, was da alles abgeht. Das ist Der hat gesagt, das geht nicht. Die hat nämlich NDAs unterzeichnet und überleg dir mal, dass du, also Non-Disclosure Agreements, dass du nicht reden darfst. Und wenn du sowas deiner Familie halt gibst, hier unterschreib das mal, dass ich dich verklagen kann, wenn du halt jetzt irgendwas ausplapperst. So. Das ist halt schon echt hart. Also an mehreren Fronten wird es da gerade kritisch. Und ich glaube, dass Trump sich gerade wirklich in die Ecke gedrängt fühlt. Denn der Supreme Court, der hauptsächlich republikanisch ist, 6-3, glaube ich, hat jetzt gegen ein Gesetz von Trump geruled. Ja. Und da ging es, glaube ich, um Leute, die irgendwie mit Visa oder so im Land bleiben dürfen. Ich weiß es nicht ganz genau. So, und das haben sie halt gesagt, okay, das bleibt weiter, das gefällt ihm nicht. Und da hat er dann getweetet, oh, der Supreme Court, oh, das geht ja gar nicht, ihr seid so scheiße, so ungefähr. Ja. Und das ist eigentlich ein richtig dummer Move, weil sie ja eigentlich pro er sind. Ja. So. Und ich glaube wirklich, dass er sehr in eine Ecke gedrängt ist. Dann gab es noch... Demokratie nicht verstanden. Hat er wirklich nicht. Dann gab es noch ein Riesending, was ich jetzt gar nicht so wild fand, aber es ist halt witzig. Denn er hat eine Rede gehalten, hat dabei ein Glas angehoben, was auch schon öfter passiert ist, quasi mit einer Hand. Er trinkt so komisch. Genau, mit der zweiten Hand von unten nachgedrückt, weil die eine es allein scheinbar nicht schafft. Und dann ist ja auch noch eine Rampe runtergelaufen, so ganz langsame Schritte, weil er halt ein alter Mann ist. Also das finde ich echt ein bisschen so... bisschen unproportional aufgebauscht, dieses Ding. Aber da hat sich das Internet richtig drüber aufgeregt und gefreut. Es ist schon irgendwie lustig, so, wenn man sich über solche Leute lustig macht,
die sie selbst für die Größten halten. Ja? Wenn man denen ihre Schwächen so ein bisschen rausholt, um zu zeigen, pass auf Trump, du bist auch nur ein alter weißer Mann oder orangener Mann, hast deine Schwächen und du könntest auch mal Pech haben, könntest irgendwie dann an deinen eigenen Gesetzen irgendwie kaputt gehen, ja, wenn du mal pleite bist, keine Ahnung. Deswegen finde ich das ganz gut. Sollte aber eine Debatte nicht führen, weil egal, ob jetzt jemand im Rollstuhl sitzt oder, also auch wenn Trump jetzt gar nicht mehr laufen könnte, das ist ja nicht relevant für irgendwas, für die Inhalte. Ja. Ja, es ist halt immer wieder dieses bla bla bla, der ist senil, bla bla bla, der ist senil. Im Endeffekt wird das halt über Joe Biden auch gesagt. Und wenn beide halt senil sind, ist es auch egal. Die sind aber halt Senilität ist was anderes, weil dann kann er ja das Land nicht regieren. Ist richtig. Da gibt es auch so ein, ich glaube, das 25. Amendment oder so. Das sagt halt auch, wenn der Präsident nicht in der Lage ist, dann muss er vom Vize abgelöst werden. Das sagen halt auch viele. Aber wie gesagt, das wird halt über Joe Biden genauso gesagt. Und deswegen... Was auch immer, so viel Politik, Mann. Aber Biden ist noch älter, ne, als Trump. Ja, 4 Jahre, glaube ich sogar. Oder 3. Egal. Egal. Ich hoffe ja, dass endlich... Ich würde mir gerne mal eine weibliche wünschen, eine weibliche Präsidentin. Ich finde es schade. Biden hat gesagt, dass er auf jeden Fall eine weibliche Vize... Genau. Und wenn er zurücktritt oder halt im Amt auch stirbt, dann haben sie automatisch eine weibliche Präsidentin. Hat er das gesagt? Falls ich sterbe, dann... Falls ich sterbe, High Five, Leute, dann haben wir es geschafft. Aber es kann ja auch diesen Typen passieren, da der über Trump ein Buch schreiben will, dass der auch jetzt aus Versehen stirbt oder so. Das Buch ist fertig auf jeden Fall. Das ist halt auch so eine Sache. Wenn das wirklich so krass wäre, müsste der auch übelst Schiss um sein Leben haben, ja, oder nicht? So. Und es scheint da aber nicht zu haben. Deswegen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Das gab es schon ganz oft auch in Deutschland bei den NSU-Verfahren, dass ständig die ganzen Nazis da... Hops gegangen sind, der Reihe nach, dass sämtliche Zeugen sind in Autos verbrannt oder so. Ja. Alles sehr verdächtig. Huch. Aber das zu den USA. Na, also eine Sache habe ich noch, die ich zumindest erwähnen will, aber nicht mehr so Trump, sondern Fox News. Die haben mit großartigen Photoshop-Skills geglänzt, denn es gab eine, oder gibt sie immer noch, eine Job-Zone, ich weiß nicht genau, wofür es gerade steht, könnt ihr nochmal gucken, in Seattle. Job? Job, C-H-O-P, die steht halt für irgendwas. Ist so ein Schlag oder so, ne? Ja, aber das ist eine Abkürzung, das ist ein Akronym für irgendwas. Ein Akronym? Oh. Ja, es ist eine autonome Zone. So, quasi, ja. Da gelten andere Regeln, sage ich mal. Ja. So, und eigentlich passiert da nichts weiter, als dass die das ganze Jahr Festival feiern. Also das ganze Jahr, ne? Seit den Protesten halt. Das könnte Anarchie sein, Leute. Das könnte es sein. Ja. Oh, Demokratie, Kapitalismus, das ist so geil. Die machen Party jeden Tag da, ja? So ja. Kann es aussehen. Mann, Mann, Mann. So ein Basketball macht sich auch richtig gut im Podcast. Aber egal, Leute, heute ist es mal alles anders. Es ist vor allem eine Frau. Ich dachte jetzt echt so beim Hören, ist irgendein kleines Kind, der jetzt hier rumballert. Also, es ist eine weiße Frau. Eine weiße Frau, das ist wichtig, denn wir reden gerade über Black Lives Matter. Ja. Also es gibt da diese autonome Zone. Mhm. Und wie gesagt, es ist eher so festivalmäßig. Ja, wir hören uns halt ein paar Demo-Sachen an und demonstrieren, machen ein bisschen Party und sowas. Und Fox News hat aber so einen Milizmann, ja, mit Sturmgewehr da reingeschoppt in mehrere Bilder. Und das ist dann viral gegangen, von wegen, oh, guck mal, wie schlimm das da ist. Dabei ist da halt einfach nur Halligalli Woodstock. Ey, das gehört doch verboten, finde ich. Also echt. Ey, der Outcry war groß. Ich weiß nicht, das wird sich nicht davon abhalten, das nicht mehr zu machen, aber... Es wird doch auch wenn das rauskommt oder das öffentlich wird, dass es fake ist, wird es immer so ein paar Prozente geben, die das bis zum Ende glauben. Du brauchst nur mal in den Äther zu rufen irgendwie, weiß ich nicht, Trump hat keinen Penis, hat eine Scheide zum Beispiel. Ja. Das musst du sagen und es werden auf jeden Fall 5% glauben, auch wenn es einen Nude-Pick von Trump geben würde. Aber irgendwer wird immer sagen, nee, das stimmt. Du musst halt die Lüge nur so oft wiederholen, ne? Bis sie angenommen wird. Das ist eben echt so. Gut, international, Tino. Wusstest du, dass ein Staatschef an Corona gestorben ist? Ein Präsident. Es gab nur einen Faker, das weiß ich. Nee, es gibt tatsächlich einen. Ein Fake-Präsident oder Bürgermeister wurde erwischt, irgendwie bei einem, das haben wir uns doch schon mal erzählt, hat genau seinen Tod vorgetäuscht, weil er nicht bestraft werden wollte. Nee, wusste ich nicht. Was für ein Staatschef? Burundi. Nein. Burundi, mitten in der Mitte von Afrika, liegt ein kleines, süßes Land, das ist Burundi. Das ist ein Nachbarland von Uganda, das wo Makaliwood ist, ja, mit Who Killed Captain Alex und so, mein bester Homie, der Regisseur, mit dem ich telefoniert habe. Und Burundi hat seinen Staatschef tatsächlich an Corona verloren. Oh Mann. So,
Haben wir das auch mal erwähnt. Das hat bestimmt kein Mensch gehört, aber hier im Brennpunkt erfahrt ihr das. Siehst du, ich habe das Land noch nie gehört vorher, aber da kann man mal sehen, dass es auch andere Länder betrifft. Nicht nur die Deutschen werden hier verarscht, was immer alle sagen, nein. Wenn, dann werden alle verarscht offensichtlich, ja. Wenn es denn so wäre. Die Stimmen übrigens, dass Kim Jong-un tot ist, die werden auch wieder lauter. Weil ja, man hat ja doch nicht so viel gesehen. Und die Frau, also die Schwester, hat jetzt irgendwie eine aggressive Ansage an, ich glaube, Indien oder, nee, an Südkorea gemacht. Oh, hier riecht es richtig geil. Das kannst du wahrscheinlich gerade nicht merken. Aber nee. Dann wiederum ist irgendwie so eine Grenzstation für diplomatische Gespräche in die Luft gesprengt worden zwischen Nord- und Südkorea. Ja, das habe ich gehört. Das war den aber Knall, auch irgendwie, habe ich gehört, den Knall, genau. Das war aber auch irgendwie von der Woche vorher schon klar. Also es kam gar nicht so überraschend, wie die Nachricht sich anhört. Keine Ahnung. Hört euch selber nochmal rein. Zwischen China und Indien wird es auch immer kritischer. Also wir steuern auf den dritten Welt. Wir sagen, wie es ist. Wir steuern auf die 10 von 10 im Brennpunkt Internet zu. Geil. Ja, es gab wohl auch einen Time Traveler, der gewisse Sachen vorausgesagt hat. Mhm. Zum Beispiel, dass der dritte Weltkrieg 2018 anfängt. Also es war schon ein paar Jahre her. Ja. Und er sagte, da fängt der an, der Weltkrieg. Hat er sich vertan, hatte mit vielen Dingen recht, aber damit irgendwie nicht. Vielleicht haben wir es nur nicht gemerkt. Vielleicht meint er auch eine andere Welt. Oder er kommt die dritte Welt. Er kommt sehr schleichend vielleicht, der Weltkrieg. Stimmt. Der schleicht sich von hinten an den Buh. Atombombe. Dann sterben die alle. Nee, aber es gibt ja auch das Gerücht, dass der Maya-Kalender, dass man ja, der Maya-Kalender, ist das der deutsche Abklatsch davon. Der Maya-Kalender, genau. Der ist nämlich falsch berechnet worden, dass 2012 eigentlich 2020 ist. Und das würde viel mehr passen. Ui, das stimmt. Und ich glaube sogar, dass es ein konkretes Datum gab irgendwie, jetzt im Juni irgendwann, Ende Juni. Na, geht die Welt unter. Okay. Machen wir ein Podcast-Special? Ja, auf jeden Fall, wenn da hinten dann der Atompilz auftaucht. Apokalypse. Ne, nicht Atompilz, ich glaube irgendwas anderes. Also Heuschrecken. Sind doch seit Monaten in Afrika unterwegs. Ich sag Aliens, ohne Scheiß. Wenn wir untergehen, dann kommen noch. Aliens. Doch, also wenn es dazu kommt, dass Aliens uns finden, dann werden die uns ja wahrscheinlich ausbeuten wollen. Weil die sind ja höchstwahrscheinlich höher entwickelt als wir, wenn die hier landen können. Mhm. Allianz? Philipp Amthor. Ja. Hast du da was mitbekommen? Ja. Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich bin nach wie vor nicht so hundertprozentig firm in dem Thema, weil es mich auch einfach nicht interessiert hat. Ich finde Amthor, seit ich das Video gemacht habe, ist ja echt für mich übelst unspannend geworden. Ich bin halt durch mit dem Thema. Ja, er ist halt ein CDUler und das ist Tradition, dass man viele Nebeneinkünfte hat. So. Okay. Was eigentlich kein Geheimnis ist. Es ist nur doof, wenn es rauskommt. Ja. Und jetzt kam es irgendwie raus. Das ist ja einfach die christliche Art. So. Ganz genau. Ja. Das hat auch Helmut Kohl schon gemacht, das haben schon Schäuble gemacht. Das ist bei allen schon bekannt. Jetzt kam es auch bei Amthor raus. Und bei ihm war es so enttäuschend, weil er noch so jung ist. Und man dachte, okay, er ist die Next Generation der CDUler und er ist irgendwie ganz cool, hardcore und macht das halt nicht und macht es eben doch. Aber die Tradition, also die CDU steht doch dafür, Tradition auch zu bewahren. Ich weiß, deswegen ist die Enttäuschung ja auch nur mittelgroß. Okay. Und Amthor finde ich rhetorisch einwandfrei und er ist ja so alt wie wir quasi, er ist so zwischen uns beiden, glaube ich. Plus älter als ich, jünger als du. Und er sitzt schon im Bundestag und er verhält sich wie ein 40-Jähriger, so mindestens 50 vielleicht sogar. Na, mit 50, da gehört das aber dann auch langsam dazu. Ist so, ja. Aber was genau ist denn jetzt, also ich habe das schon mitgekriegt, dass der halt irgendwie ne, so auf uncoole Art Geld verdient wird. Ja. Aber was denn jetzt genau? Er hat wohl Firmenanteile zugesichert bekommen für die Zukunft. Für okay. eine Firma, ich weiß nicht mehr genau welche. Wahrscheinlich. Für künstliche Intelligenz irgendwie, glaube ich, arbeiten. Wo auch Karl Theodor zu Gutenberg im Vorstand sitzt. Ganz kritisch. Der Fake-Doktor. Ja. Und da wurde wohl Amthor auch jetzt, irgendwie wurden ihm irgendwelche Anteile versprochen für die Zukunft. Das ist immer sehr schlecht, weil auch wenn es ihm jetzt noch nicht gehört, weiß Amthor ja, wenn er aus der Politik ausscheidet, wird er diesen Posten dort bekommen. Wenn die Politik ihn ausscheidet. Genau. Und das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass er während seiner Amtszeit dann für diese Firma immer entscheiden wird. Okay. Und dass dann quasi Politik und Wirtschaft zu sehr verflochten ist miteinander. Und das geht nicht. Ach, Phil, Mann. Son, I'm disappointed. Er ist auch leider ein bisschen homophob. Er war ja auch gegen die Homo-Ehe und so.
Aber wie er immer die AfD aufzieht im Bundestag, das gefällt mir. Was sagt denn dein Gaydar bei dem Mann? Der ist nicht schwul. Okay. Auf keinen Fall. Okay. Glaube ich nicht. Weil es ist ja immer so dieses, die größten homophoben Leute, die sind ja so, weil versteckte, glaube ich bei ihm nicht. Interessierte, nee. Sag ich mal. Aber wir hatten ein Gespräch vor ein paar Tagen, dass ganz viele Schwule bei der FDP sind. Okay. Was auch irgendwie der Fall ist. Ich kenne viele Schwule in der FDP. Und das sind meistens die, die im Herzen eigentlich CDUler sein wollen. Okay. Aber CDU ist ja sehr homophob zum Teil, deswegen sind die dann in der FDP. Das ist auch gut. Ich bin nur in die FDP beigetreten, weil ich sonst gemobbt worden wäre oder was. Ist so, aber auch die CDU hat überraschend viele Schwule. Es gibt ja auch so einen Verband irgendwie, lesbische Schwule in der CDU, die mal auf dem CSD immer einen Stand hat. CSDU. CSDU, ja, so ist es. War ich überrascht, dass es das gibt. Und ich habe die erst kritisiert und dachte, was wollten ihr hier? Ja, eure Partei ist gegen Homo-Ehe und so. Mhm. Dann meinten die aber auch sehr klug, dass sie ja die CDU aufbessern wollen. Ja, sie wollen ja aus dem Inneren heraus die CDU homofreundlicher machen. Und das, finde ich, ist ein Argument wert, tatsächlich. Na gut, ich bin gespannt. Ich habe ein Thumbnail gesehen. Ich glaube, Mr. Wissen to go war es. Warum ist die CDU gerade so stark? Bis ich das gelesen habe, war mir nicht bewusst, dass die CDU gerade stark ist. Ist die CDU gerade stark? Sie ist gerade stark. Eben weil die Grünen gerade halt wieder so ein bisschen verlieren und weil die AfD ja verloren hat, ganz stark. Ah. Die ist wieder auf Umfragewerten von 2017. Ich hätte halt gedacht, so dieses typische, ja, in Zeiten der Krise hält man sich halt an der Führungskraft, sage ich ganz vorsichtig. Doch, ich glaube, dass gerade der Glaube, das Vertrauen an Merkel gerade sehr groß ist. Und ich befürchte echt, wenn die weg ist, dann wird es richtig ätzend. Weitere Jahre, Merkel. Ich hätte Merkel nie im Leben gewählt, ich will sie auch nicht wählen, aber wenn sie weg ist, wird sie fehlen. Sie war schon eine gute Kanzlerin. Ist es wieder das geringere Übel, von dem du da redest? Ja, aber halt ist das ein guter Ansatz für eine Demokratie? Das nicht, aber wir haben doch nun mal eine Demokratie, die jetzt gerade von der CDU regiert wird und SPD ist ganz groß, AfD ist ganz groß und sonst gibt es halt keine Partei, die einen Kanzler stellen könnte. Und ich kenne halt keinen aus irgendeiner Partei, der cooler wäre als, oder der so parteienübergreifend ist wie Merkel. Die ist ja, ja, sehr links in einer sehr mittigen, konservativen Partei. Die hat ja linke Ansichten tatsächlich. Ja. Nicht viele, aber sie stellt manchmal ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigenen Ziele über die, ja, über sich selbst. Jetzt klingelt das hier auch noch. Ey, so viel Politik, da müssen wir mal ein bisschen über blöde Laien reden, oder? Ja. Pass auf, Tanzverbot. Das ist ein guter Anfang. Ja. Hat einen Brief bekommen, eine Anklage von Ape Crime. Wir haben nicht die aktuellsten News wahrscheinlich, während dieser Podcast online geht. Aber augenscheinlich ist der echt. Und es ist wegen einem Video aus 2018, wo er sagt, dass er die Drecksgesichter von den Leuten bei sich auf dem Monitor abgeklebt hat, um die nicht zu sehen. Und das hat die Ehre verletzt, so steht es da geschrieben. Ja, bei Beleidigung muss die Ehre verletzen tatsächlich. Wenn du jemanden eye to eye beleidigst, ja, und ich jetzt zu dir sage, du dummes Arschloch, kannst du mich nicht beleidigen, weil es deine Ehre nicht verletzt. So wirklich. Also habe ich es verstanden. Okay. Nur wenn es andere mitbekommen und es irgendwie einigermaßen öffentlich ist, wie wenn du jetzt im Radio irgendwie beleidigen würdest zum Beispiel, dann ist es eine Beleidigung, weil es andere mitbekommen, aber so nicht. Und also wenn ich jetzt sagen verletzen würde, ja, nicht, dass ich das tue, aber wenn ich jetzt sagen würde, ey, der Jan von Ape Crime, der hat ein Drecksgesicht, dann verletzt das seine Ehre. Schon. Würde. Es würde sie verletzen, ja. Okay. Es würde die Würde verletzen. Und wenn also, um das zu verstehen, Tanzverbot hat auf seinem eigenen Bildschirm die Gesichter abgeklebt von Ape Crime. Ja, was weiß ich, das war ein Nebensatz, Alter. Ich habe das Ganze nicht verstanden. Ich glaube halt wirklich, dass sich noch das entfaltet, dass das irgendwie eine fremde Anzeige ist. Hm. Aber ich glaube, bei so einer Beleidigungsanzeige musst du das schon selber machen. Ja. Und deswegen ist es halt echt ein bisschen strange. Also wenn die sich wegen der Scheiße einkacken. Das finde ich ein bisschen lächerlich. Brauchen die vielleicht Geld? Vielleicht. Na, die sind ja eh nicht mehr grün miteinander. Ape Crime hat sich ja aufgelöst. Großes Drama. Ah. Der André. Das weiß ich ja nicht. Der ist irgendwie so ein Eigenbrötler jetzt. André hat sich ist egal. Welcher ist André von denen? André ist dieser Tätowierte, der Größere, mit den Haaren so hoch. Okay, ja. Nee, finde ich ein bisschen lächerlich. Also, ich weiß nicht, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich fick deine dumme Mutter und ich gehe dich... Wenn man das sagen würde. Ich gehe dich begraben und so, du bist ein neuer Hitler oder so, du gehörst vergast. Das verstehe ich, aber wenn man irgendwie sagt Drecksgesichter, dann würde ich drüber lachen und
zurückschießen oder das ironisch ab. Was hast du für eine sensible Ehre, wenn Drecksgesichter, jetzt nur rein, ne? Konjunktiv wird hier groß geschrieben, aber naja. Kann ja auch finanzielle Gründe haben. Ich stelle es nur in den Raum. Es gibt ja auch manchmal Menschen, die machen Anzeigen, weil sie sich denken, okay, ich kann da ein bisschen Kohle rausholen. Ich will es Apecrime nicht unterstellen, aber ich sag nur, das gibt es ja auch. Gibt es. Und auch noch eine lustige Nachricht. HC Strache, ne? Kennt ihr? Ach, das haben wir auch berichtet. Ist aber nicht politisch, also nicht wirklich. HC Strache ist der ehemalige FPÖ-Vorsitzende, ehemaliger Vizekanzler einer rechtsnationalen Partei in Österreich. Und er wurde ja auf Ibiza erwischt, irgendwie wie er voll gekokst angeblich und voll besoffen. Ich erkenne Muster. Dion war vor kurzem auch auf Ibiza. Siehst du? Uh-huh. Müssen wir gleich mal einen Drogentest machen. Ja. Und er wurde halt wegen Koks und Alkohol und so, angeblich hat er halt dann Sachen gesagt, die man nicht sagen sollte. Und ist dann zurückgetreten worden aus seinem Amt. Und zurückgetreten jetzt, worden. Und jetzt gab es eine lustige Meldung, die eigentlich gar nicht relevant ist, aber... ich bin ja ein riesen Falco-Fan. Okay. Und in seinem Musikvideo zu Der Mann mit dem Koks ist da, gibt es so einen Kinderchor, der dann immer singt. Ja. Und eines dieser Mädchen ist die heutige Ehefrau von HC Strache. Witzig. Und sie hat gesungen, Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Und das kam jetzt raus, oder? Das kam raus und das war jetzt in den österreichischen Medien so in den Klatschspalten. Und das war sehr lustig, weil das sehr hämisch kommentiert worden ist. Ja. So diese Koks-Verbindung. Ja, ist witzig, kann man mal machen. Ist so eine kleine Randnotiz, doch. Nachdem wir jetzt von vielen schlimmen Dingen geredet haben, mal so eine Auflockerung so. Ja. Pass auf. Ja. Jetzt machen wir ein kleines Rätsel, ja, für dich und die Zuhörer. Oh Gott. Es gibt eine Lebensmittelmarke, die sehr bekannt ist. Mhm. Also ich denk mal, dass du die auch kennst, ziemlich sicher. Und die ändert jetzt aufgrund der Proteste, Black Lives Matter und so weiter, ihren Namen. Welche? Schwarzkopf. Nein, ist witzig. Nee, die machen ja keine Lebensmittel, ne? Die machen ja Haarfarbe oder sowas vielleicht. Ich glaube, ja. All things Friseur. Also in Erfurt gibt es auch noch eine Mohrenapotheke, wo so ein Schwarzer davor steht. Ich glaube, die machen das nicht. Eine aber Firma, vielleicht. Warte mal, ich überlege gerade Lebensmittel. Also gibt's denn Firma? Ich glaube, die Firma heißt nicht so, sondern die Marke. Deswegen habe ich Marke gesagt. Eine Marke, die so ein bisschen offenbar eine Tendenz hat zu einem schwarzen Thema. Ja. Also wie... ja. Ich hoffe, dass du jetzt in ein, zwei Fettnäpfchen reintrittst. Von daher. Mir fällt gerade echt nichts ein. Also was gibt's denn schwarzes Zott? Also halt dieses typische, die Dickmanns, die halt früher irgendwie, weißt du? Ja, die hießen ja früher Negerkuss. Darf man ja sagen, aus einem historischen Kontext. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die stand das so auf der Packung oder haben das einfach nur die das Leute weiß ich gesagt? Ehrlich gesagt gar nicht. Oder Zigeunerschnitzel und so, hieß ja auch nicht offiziell so. Captain Iglo. Captain Iglo. Dann müsste der Captain Eskimo heißen, dann dürfte man es nicht mehr sagen. Aber ich würde jetzt voll gerne so eine Palette vor mir haben. So, ich würde jetzt gerne im Einkaufsladen stehen und gucken, was für eine Marke du meinen könntest. Ja. Müller auch nicht. Nee, ich komme nicht drauf. Also es ist auch... Dr. Oetker? Es ist auch eine Marke, wo man einen schwarzen Sehnen... Steinofen vielleicht. Nee, das wäre für die Juden wäre wahrscheinlich... Ach, so. Ach fuck off, Mann. Jetzt... Egal. Es ist Onkel Benz. Reis. Ah ja, okay. Ja. Dessen Figur ist ja ein Schwarzer, der... Nee, was singt der? Weiß ich ehrlich. Ich kenne keine Werbung von Onkel Benz, glaube ich. Da gibt es irgend so einen Spruch oder irgend so einen Song von dem. Du konntest doch irgendwie Reis und Hühnchen damit irgendwie... Es gibt Reis! Oh, ich gebe Reis! Da freut sich ja Rodes. Nee, Onkel Benz, ich weiß gar nicht... Also, dieses Onkel Tom ist wohl auch so ein bisschen rassistisch. Also es gibt ja das Buch Onkel Toms Hütte. Ja. Und dann daraus folgend gab es Bezeichnungen für Leute, die halt irgendwie so Vaterfiguren sind und schwarz als Onkel Tom. Das ist doch nett gemeint. Ja, ist halt auch nicht mehr so gern gesehen, so wie ich es mitbekommen habe. Ne? Mhm. Und Onkel Ben oder Uncle Ben ist Benz, jetzt auch nicht Onkel mehr. Benz, oder? Nee, Benz. Das ist Apostroph S. Onkel Benz. Ach also so, der, ah, ja, der stimmt. Heißt schon Ben. Nicht Mercedes-Benz. Ja, genau. Onkel Mercedes-Benz. Ja, und die ändern sich jetzt. Ich weiß noch nicht, wie sie heißen. Es gibt auch noch eine andere Firma, die heißt irgendwie Limarara, keine Ahnung. Das gibt's halt nur in Amerika, glaube ich. Also habe ich noch nie gehört, von daher habe ich es nicht mehr mit reingenommen. Und ich bin gespannt. Vielleicht heißt er dann in Deutschland Opa Kartoffel oder so.
weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Also Dr. Allmann. Es gibt doch auch KFC, wo so ein weißer Typ da irgendwie die Figur ist. Und jetzt ist zu ändern, Uncle Ben's zu... Die Frage ist, haben sie große Geschäftseinbrüche dadurch und gehen pleite? Das ist erstmal zweitens, weil ich konsumiere diese Marke nicht. Ja. Sie ist mir egal. Ich glaube, es ist auch für Amerika halt relevanter als für uns. Aber. Ja, aber ich weiß halt nicht, warum man das ändern muss. Also ich bin jetzt ein weißer Cis-Mann, ja? Aber ich verstehe es nicht. Ich höre es mir gerne mal an, die Erklärung, warum man das aus rassistischen Gründen jetzt ändern will. Vielleicht geht es auch wirklich nur um das Gesicht. Also es ist ja über Onkel Ben's, ist oben noch so ein Kreis mit dem Gesicht von ihm. Ja, die heißen ja nicht Death to All Blacks, die heißen ja einfach Onkel Ben's. Ja. Das ist doch nichts Verwerfliches, so zu heißen. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie sie den halt danach heißen. Und wir werden berichten, liebe Leute. Aunt Ben's, dann ist es irgendwie so ganz transmäßig irgendwie. Tante Ben. Ja. Ich habe mal an einer Webserie geschrieben, die nichts geworden ist, aber wir hatten da echt, wir waren kurz davor, die zu produzieren. Da hatte ich eine Figur, die hieß Tante Olaf. Mhm. War der transsexuelle Onkel, Tante, der Hauptfigur. Da hast du was für Inklusion getan damals. Richtig. Ist das sehr lange her schon, oder? Ist jetzt schon 3 Jahre her, genau, die Produktion. Wir haben auch richtig Casting gemacht und so, aber ist aus verschiedenen Gründen nicht entstanden. Also wir hatten schon ein Cast und so, Produktionsmittel, aber ist dann gescheitert. Okay. Kommt vielleicht noch die Serie. Deswegen verrate ich mal nicht so viele. Ich habe viele schöne Figuren erfunden. Mit schönen, lustigen Namen. Okay, ich habe noch einen Downer. Hast du noch vielleicht einen Upper oder so? Aber ich habe vielleicht einen Downer, obwohl ich das eigentlich auch anders verpacken kann. Ja, ein Upper ist zum Beispiel, dass Sea-Watch 3 hat 211 Geflüchtete gerettet. Da, je nachdem, wen du fragst, ist das ein Upper oder ein Downer. In den letzten 2 Tagen. So. Ja, für uns ist das vielleicht ein Upper, aber also es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, och, blöd. Mehr Scheidungen durch Corona ist auch ein Upper vielleicht. Ja, doch. Das hätte ich jetzt noch zum Beispiel. Mehr Single-Frauen quasi auf dem Markt. Tinder, genau. Ja. Ist jetzt wieder voll am Kommen. Ja. Okay. Im Tindergarten. Schön. Ich hätte noch ein paar Sachen, aber komm du mal zu deinen. Ja, nee, deinem Downer. Also, Clemens Alive, ist dir das ein Begriff? Clemens Alive. Ist ein YouTuber. Ein Deutscher? Ja. Nein, der Name ist Programm. Er lebt. Also er heißt Clemens und lebt. Genau. Cool. So, und er hat eine sehr, 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 sehr komische YouTube-Zeit durchgemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Man sieht den auch mal. Wir haben uns mal ein bisschen mit dem unterhalten. Auf der Gamescom, ich glaube 2012 ist der im Video zu sehen. Da haben wir den zu Alexi Bexi hingeschoben in so einem komischen Kasten und sind dann mit dem Kasten umgefallen und lagen dann aufeinander. Also ganz im Team. Also ich finde den auch in Ordnung so, ja. Es ist auf jeden Fall ein netter Typ, aber seine YouTube-Karriere ist halt so ein bisschen, hat ein paar Haken geschlagen, sage ich mal. So, und der hat angefangen und hat so schlechte Witze vorgelesen, WhatsApp-Punchlines, Chatverläufe und sowas, ja, und hat dann darauf reagiert und immer gelacht, hat eine relativ charakteristische Lache, ist damit halt sehr bekannt geworden, ist dann relativ krass abgestürzt und irrelevant, ja, das ist ja immer dieses Dreckswort, was dann immer, fuck, was ist denn relevant, geworden. Und hat halt immer wieder so Downphasen gehabt, war dann ganz lange Zeit weg, deswegen sympathisiere ich, ja. Nosferatu TV leidet ja auch unter ein, zwei längeren Pausen. Da knechte der Algorithmus hart rein. Kam dann wieder und immer wieder voll motiviert mit einer neuen Idee, die dann aber immer so auf so shady Geschäftsmodelle hinausläuft. So, ey, kauft mein Buch, das ist digital. Und wenn ihr das kauft, dann kriegt ihr alle Hinweise, wie man ein erfolgreiches Geschäft aufbaut und so weiter und so Ach, fort. Ach, so einer, scheiße. Ja, also so, ne, wirklich ein bisschen, was immer nicht so geil ist. Ja, ich hab Mercedes, danke Clemens. Ja, genau, und eine neue Vision, ich habe jetzt ein neues Geschäft und einen Monat später ist es halt auch wieder raus so. Ja. Dann war er jetzt eine Zeit lang wieder nicht da und dann hat er jetzt vor einer Woche ein Video hochgeladen mit dem Titel, im Kopf eines Selbstmörders. So. Und das ist 3 Stunden lang, wie er ein Videotagebuch macht und ausführlich davon berichtet, wie es ihm so geht in seiner düstersten Zeit, kurz bevor er sich entschieden hat, auf eine Brücke sich zu stellen. Aber ich dachte, er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Das ist ganz einfach. Schnips. Und er ist erfolgreich. Oh Gott. Naja, hallo, ich finde das immer lächerlich, ja. Ja, pass auf. Ich zeig dir, wie man erfolgreich wird. Und selber haben die, weiß ich nicht. Die Punchline kommt noch. Also 3 Stunden, das ist seit langer Zeit, es hat jetzt 200.000 Aufrufe, das ist seit langer Zeit mal wieder ein sehr erfolgreiches Video für ihn. So, sonst halt immer nur so 1.000 bis 3.000, keine Ahnung. Und unrelevant.
Alter. Tino macht gerade Mobbing an suizidgefährdeten Menschen. Das ist auch schon, dieses Videotagebuch ist schon wieder 2 Jahre alt. Er hat es aber jetzt erst veröffentlicht. Wie gesagt, am Ende dieses Videotagebuchs stand er auf einer Brücke und hat gesagt, ey, ich springe jetzt hier runter. Hat sich aber in allerletzter Sekunde, so sagt er selbst, zusammengerafft und sich umentschieden, dann die Polizei angerufen und quasi irgendwie so abholen lassen. Hm. Sieht man das im Video, wie er sich abholen lässt? Nee, das nicht. Hat das jetzt veröffentlicht und dann sehr viel Zuspruch von ganz vielen, also es ist ja auch geil so, alleine haben viele Leute gesagt, ey, ich bin gerade auch in der Phase und das Video hat mir voll geholfen und so. Deswegen will ich das Video gar nicht kritisieren. Ja. Ja. Ein Video danach, jo Leute, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder ein neues Unternehmen machen und wahrscheinlich werde ich dann nochmal ein Buch rausbringen oder so. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass das genau das Gleiche wird, ja. Aber ein Video später genau wieder das, das ist halt ein bisschen kritisch. Also kommt in 2 Jahren wieder so ein Video, wie er auf einer Brücke steht und sagt, ich mach's doch nicht. Das Leben ist ein Auf und Ab. Oh Mann, das finde ich doch, ich finde es echt traurig, wenn man echt so weit geht, dass man echt auf eine Brücke sich stellt und sich das Leben nehmen will. Das ist echt was ganz, ganz Grausames. Ja. Aber so dieses fast schon Bipolare, ja, dass man irgendwie, also ich will nicht unterstellen, dass er jetzt diesen neuen kleinen Hype jetzt nutzt dafür, aber es wirkt ein bisschen so. Er promotet halt auch sehr aggressiv, also das mache ich halt auch, von daher muss ich da wirklich aufpassen. Er promotet halt relativ aggressiv seinen Patreon-Account. Und das... Das machst du ja nicht aggressiv, das machst du einfach normal. Ja, aber also gerade mit diesem Video, das Erste, was in seiner Beschreibung steht, ist halt sein Patreon so. Und das hat einfach so ein kleines Geschmäckle. Ja? Mhm. Und im nächsten Video halt auch, ey, unterstütze dich auf Patreon, was ja voll in Ordnung ist. Wie gesagt, ich will das gar nicht so... Aber wenn ich halt so ein Video machen würde... Ich weiß nicht, ob ich das falsch in Erinnerung habe, aber damals zum Beispiel Commander Krieger, auch so ein YouTuber, der hat mal ein Video drüber gemacht, als seine Mutter gestorben ist, wie wichtig das ist, Aufnahmen von solchen Leuten zu haben, weil du halt vergisst, wie die Stimme ist und so übelst harte Videos. Ah ja. Und was eigentlich voll gut ist, aber wenn man dann, und ich glaube, das war so, korrigiert mich gerne, wenn es nicht so war, dass er dann halt trotzdem so monetarisiert hat, weißt du? Und bei so einem Video fühlt sich das halt richtig schäbig an irgendwie, wenn man sagt, okay, mit dem Tod meiner Mutter, da hole ich jetzt noch ein paar Cent raus. Vielleicht ist es auch von mir voll dumm, so zu denken, ja, aber für mich... Oh. Ja, das sehe ich auch immer mit 2 Augen irgendwie, ich weiß nicht. Mit 2 Augen? Ja. Boah, Tino, kontrovers. Ich hab ein Auge, was halt bei solchen Videos sagt, okay, ich kann verstehen, dass er ja auch nur Content irgendwie füllen will, ja, also er ist ja Content-Producer sozusagen und sagt sich jetzt, okay, ich mache jetzt ein Video und spreche über meine tote Mutter. So. Ja. Und dann ist es ja auch okay eigentlich, auch da, wie bei jedem anderen Video auch, Werbung zu schalten. Andererseits wirkt es halt immer so ein bisschen wie etwas ausschlachten und man weiß ja auch, auch was Klicks bringt. Wenn man es halt weiterdenkt, oh, jetzt fängt es hier weg. Ja, ich habe gerade einen Topf abbekommen. Wenn man es halt weiterdenkt und sich dann vorstellt, okay, monetarisieren, okay, aber wenn man dann zum Beispiel ein Product Placement machen würde mit so einem Video über deine tote Mutter, das wäre doch schon nicht cool, oder? Ja, so. Das ist ja doof, ja. So, aber eigentlich ist es das Gleiche, mehr oder weniger. Da hast du recht, nee, Product Placement irgendwie von wegen hier Särge von, weiß ich nicht. Ja gut, Sarg, nee, es muss ja nicht, es kann ja völlig unrelated sein. Es muss jetzt nicht irgendwie hier auf KFC. Ja, aber ich weiß es doch nicht. Meine Mutter hat sich verbrennen lassen. Apropos, KFC. Ja, also bei Clemens war halt auch das Ding, dass er halt diese Quatschvideos nicht mehr machen wollte. Aber so richtig irgendwas anderes, das zündet halt irgendwie nicht. So, er will halt immer dieses große, ich bin jetzt Geschäftsmann und erkläre euch, wie es geht. Was übrigens der gute Lord Abaddon nach seinem, oh, ich habe kleine Kinder angefasst. Ich dachte, er hat nur Bilder gesehen und nicht angefasst. Das war jetzt auch wieder, siehst du, das geht so schnell, Mann. Es geht so schnell, oh, hier, Kinderficker, das sagt man so schnell. Lord Abaddon hatte kontroversen Kontakt mit Minderjährigen, in welcher Form auch immer. Ich weiß es nicht genau, keiner weiß es genau, außer er selbst. Auf jeden Fall hat er dann auch halt auf Lifestyle-Coach und so gemacht und das zündet halt alles immer nicht. Das ist nicht so geil, wenn man halt irgendwie auf Krampf dann versucht. Das ist wie wenn ich jetzt irgendwie ernsthaft versuchen würde, Frauen zu respektieren. Das geht einfach nicht. Das passt nicht zu dir. Ja, es geht einfach nicht. Ich komme nicht raus aus meiner Haut. Ja, also das auf jeden Fall. Ich gönne ihm ja auch, sag ich mal, jetzt den Erfolg wieder so ein bisschen. Ja, das gönne ich aber ja auch jedem, aber es hat immer so einen faden Beigeschmack. Und gerade wenn dann sowas auf sowas folgt, dann ist es halt unglaublich. Ich will es in jedem Fall nicht das Video an sich schlecht reden, weil es hat wirklich sehr vielen Leuten scheinbar geholfen. Hm.
Ich habe es mir nicht komplett angeguckt, sage ich ganz ehrlich, 3 Stunden ist halt echt viel. Aber wenn Leute wirklich in seiner Position gerade sind, das dann sehen und dann hinterher sagen, okay, bringe ich mich halt doch nicht um. Ey, 3 Stunden Video, ich weiß noch, wo das anfing, so dass man zum ersten Mal 10 Minuten Videos hochladen durfte. So alt sind wir schon. Dann gab es noch 15 Minuten Grenze, das gab es damals noch. Habe ich noch Ask, Alter, Ask Episode 1 mussten wir in 2 Teile teilen, einfach weil ich nicht so ein langes Video hochladen konnte. Richtig dumm. Jetzt gibt es irgendwie 99 Stunden oder so Videos. Ja. Wie jemand Staub saugt. Ja, ist halt echt so. Gut, Tino, was geht man der Woche? Sind wir schon am Ende? Wir sind am Ende. Oh Gott, was geht mir der Woche? Ich muss kurz gucken. Vielleicht hast du ja noch was. Also mit diesem neuen, an Herodes angepassten, wir müssen mehr extremer denken und so, würde ich, glaube ich, heute nicht so viel geben. Ja. Dieses John Bolton Buch geht gerade richtig krass um in Amerika, aber wie gesagt... Ja, also Trump wird immer mehr an die Wand gedrückt irgendwie, was ich ganz gut finde, politisch. Nicht aber solange er an dieser Wand nicht erschossen wird, ist das halt nichts wert. Bringt's bei nichts, unserer nee, nicht wirklich. Punkteskala. Aber jetzt kommen zwei Bücher über ihn raus, die ihn halt vielleicht endgültig demaskieren werden. Es gab halt auch schon vor 2 Jahren dieses andere Buch von Anonymous, A Warning, auch aus dem Weißen Haus, so ein Insider, der halt anonym ist. Oder auch eine Doku über ihn und seine Geschäfte, Da kam halt auch nichts bei rum. Also ich weiß nicht, das ist halt medial übelst wirksam, aber ob es irgendwas bringt. Also Hildmann tritt immer mehr durch, wird immer rechtsradikaler. Ja, komm. Die Corona-App ist auch Hildmann, ein großes Ding. Dem Hildmann gönne ich nicht, dass der hier unsere Punkteskala hochprobt. Ja, aber nur, weil er peinlich ist. Ja. Doch, es gibt noch in Kreis Gütersloh gab es wohl 657 Corona-Neuansteckungen. Na toll. In einer Firma. Ich sag's, wie es ist. Meine OP ist am 15. Juli. Wenn jetzt eine zweite Welle kommt, obwohl die erste ja noch nicht mal wirklich vorbei ist, aber wenn jetzt eine zweite Welle kommt, fuck off, dann wird meine OP wieder verschoben. Dann stirbst du an Nabelbruch. Nee, ist nicht der Nabel. Erstmal hier oben die ganzen Entzündungen in meinem Kopf drin. Wo du erblinden wirst vermutlich. Und Meine papierdünne Knochenwand am Augapfel, die ist gefährlich. Da muss man aufpassen. Aber keep my fingers crossed und so. Ich werfe eine 5 in den Raum. Ich sag's, wie es ist. 5. Es fühlt sich für mich nicht... Ich sag auch 5. Komm, ist okay. Ja, wir sind mehr gewohnt in den letzten Wochen, tatsächlich. Es ist krasses passiert irgendwie, aber es ist jetzt auch nicht... Ich bin eben durch die Stadt gelaufen, Corona ist kein Thema mehr so. Ist echt so. Ich sehe die Leute überall, die jauchzen und frohlocken, Alter, Leute, was ist denn los? Ja, sie tragen zwar Masken, aber irgendwie... Ja, aber auch nur sporadisch mal hier, ich muss in den Supermarkt. Ja, auch so unter der Nase ständig und dann würde ich mal am liebsten hingehen und sagen, Alter... Tragen Sie die Maske richtig? Ich habe im Atrium eine alte Lehrerin von mir gesehen, ne? Die hat einfach nur so die Jacke davor gehalten. Ist die lebensmüde, sag mal. Mensch. Die darf noch gar nicht in den Laden rein. Nee, aber jetzt, das ist vielleicht nochmal zu sagen, die Maske trägt man ja, um andere vor sich zu schützen, hauptsächlich. Es ist ja quasi, weil das zum Beispiel, das war noch so ein Thema, Joe Rogan hatte Bill Burr zu Gast und hat nämlich gesagt, die Maskenträger, das ist so, also hat es so ein bisschen verweichlicht dargestellt, wenn man Masken trägt, aber es ist halt Quatsch. Ein Symbol der Zensur, dass man den Maulkorb trägt und so. Ja, es ist halt, es ist halt weniger der Sicherheitsgurt für dich, sondern das Abstand halten beim Auffahren auf der Autobahn oder so. Also es ist einfach nur, du bist halt kein Arschloch, wenn du es machst und bringst andere nicht in Gefahr sinnlos. Und auch als kleiner Film-Insider, wo ich jetzt wieder drehen war, ist es auch so, dass man jetzt echt auch die Drehbücher umschreibt, so richtig krass. Also es gibt ganz wenige Darsteller. Dass ihr alle mit Abstand seid. Richtig, also es gibt so Szenen, wo eigentlich Menschen sich näher kommen, werden jetzt so geschnitten, dass quasi die Szene anfängt, wenn sie gerade fertig sind. Zum Beispiel. Okay. So, und es gibt keine Küsse mehr. Statt Kuss jetzt nur noch Kussmund zuwerfen, oder? Ja, so eine Art tatsächlich. Oder von Weitem irgendwie vollspritzen. Ich mache jetzt wieder verschiedene Drehs die nächsten Wochen und ich habe jetzt von einer Firma bekommen, einer Produktionsfirma, so ein 11-seitiges Papier, wo richtig krasse Regeln drin stehen, so für Regisseure, für Dramaturgen, für Maske und so, was man einhalten muss und für Schauspieler. Und Requisiten müssen immer desinfiziert werden, man umarmt sich nicht mehr und so, man hält Abstand, auch während der Szene, während des Spielens und so. Also es sind ganz krasse Auflagen und die Filme werden sich und Serien werden sich jetzt ändern, die nächsten 2021 kommt dann nur Filme und Serien raus, wo die Leute übelst weit voneinander wegstehen. Ist so, also ich fand es interessant, aber... Und wir haben auch während der Proben immer noch die Maske getragen und dann wir drehen, dann Maske absetzen, dann wieder aufsetzen. Also bist du doppelt der Assi, wenn du es verkackst.
weil du quasi diese Gefahr quasi multiplizierst. Wir haben echt Szenen abgebrochen, wo sich wer zu nah kam. Das können wir so nicht zeigen und so. Wir müssen Abstand halten, wollen ein gutes Vorbild sein. Ja, bei oder Beauty and the Nerd wurde ja auch immer eingeblendet. Diese Sendung wurde vor Corona aufgenommen. Und auch die Außenszenen, weil außen reicht es ja, Abstand zu tragen. Aber auch da haben wir gesagt, wir tragen trotzdem Masken, falls Fans zuschauen in der Serie oder so, dass man halt trotzdem trägt. Dass sie dann berichten, okay, auch die dort sind verantwortungsvoll und sind Beispiel. Schön, Tino. Sehr schön. Sogar. Ihr seid so verantwortungsvoll, ihr kriegt sogar eine eigene Hymne. Hörst du die Musik? Ja, oh, ist eine sehr schöne Hymne. Wundervoll. Oh. Sie wird immer lauter. Leute, es war ein großes Vergnügen. Kauft Hörerwunsch oder wartet mal noch auf die 2 Hörerwünsche, die noch fällig sind. Aber, ja, sie kommen, versprochen. Küsschen aufs Nüsschen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ich muss jetzt aber auch echt aufs Klo, ey. Sind die scheiß Radiohörer jetzt endlich weg? Ach, die Radiohörer sind ja eh weg. Zum Glück. Die voll aus, ey. Arschlöcher.